Herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Wir starten heute rein in FIFA 23, okay, Leute, in kommt zu mir. Die neue Spielerkarriere. Und das ist das Intro. Die Assistenztrainerin ruft uns zusammen und das, da eben waren wir. Jutta Van de Brink. Also ja, ich komme gleich okay? nochmal auf ihn zu sprechen. Gut. Rein geht es hier ins Ajax Amsterdam Training. Alle Hintergründe gibt es gleich. Warum wir also, hier sind, denk ich an. Warum wir hier starten, wir sollen uns erstmal anstrengen. Scheint jetzt hier loszugehen mit einem Trainingsspiel oder sowas in der Art, wenn ich das richtig sehe. Gucken wir doch gleich mal, was wir hier zum Start der Karriere haben. Begrüße deine Mitspieler. Die Spielerkarriere ist ja tatsächlich auch einer der Bereiche, die ja etwas mehr Updates bekommen haben zum neuen Spiel und deshalb ist es vielleicht umso interessanter. Wir gehen hier gleich mal rein. Begrüße deine Mitspieler, begrüße die alten und neuen Gesichter im Club. Sage allen, dass du absolut bereit bist, motiviere deine Mitspieler. Ab sofort wird hart gearbeitet. Das können wir jetzt selbst entscheiden. Okay, was ist der Unterschied? Teile deinen Mitspielern auf Social Media, dass du ihnen alles abverlangen wirst. Ah, okay, und da kriegen wir jetzt hier unsere entweder Freigeistpunkte, Teamwork-Punkte oder Disziplinpunkte. Und ganz ehrlich, wir gehen auf die Disziplin. Mal gucken. So, kriegen wir hier 20 Disziplinpunkte und haben damit die erste Aktion, Aktivität, was auch immer, abgeschlossen. Okay, wie geht's jetzt weiter? Wir können hier schon auf den Shop zugreifen. Hier kann man sich allerlei Dinge kaufen. Alles klar, auch das ist eine ja, interessante Geschichte auf jeden Fall. Entscheidungen haben wir jetzt aber geschafft. Und damit geht es jetzt wie weiter? Können wir irgendwie zurück? Wir können auf zurückgehen und sind damit jetzt im richtigen Karrieremenü angekommen eventuell. Hier haben wir eben diese Übersicht mit unseren ja, drei Punkten, auf die man sich fokussieren kann. Freigeist, Teamwork oder Disziplin. Wir sind halt gerade bei der Disziplin drin und je nachdem gibt es auch unterschiedliche Werte, die geboostet werden. Auch sehr, sehr interessant. Und damit sind wir angekommen im Hauptmenü. Und hier haben wir ihn, Jutta Van de Brink, die Nummer 33 ab sofort bei Ajax Amsterdam. Zur Background Story. Wir sind ein Junge aus Holland mit ja, japanischer Mutter, holländischen Vater und haben jetzt die letzten Jahre in der Jugendmannschaft von Ajax Amsterdam verbracht und waren auch Teil der zweiten Mannschaft, sind mittlerweile 21 Jahre alt und aufgrund des Stürmermangels bei Ajax Amsterdam wurden wir jetzt in die erste Mannschaft beordert. Wir starten tatsächlich schon mit einem 70er Gesamtrating, das ist nicht so verkehrt, würde ich behaupten. Und ja, wir gucken einmal rauf und dann sehen wir eben, die Konkurrenz ist eher gering im Sturm. Brobby, auch ein Riesentalent neben uns und auch noch ein Jahr jünger. Und Lorenzo Lucca, den man ausgeliehen hat. In der Realität wird aktuell ja auch immer wieder der gute Kudus als Stürmer eingesetzt. Aber der ist eigentlich nun wirklich kein Stürmer. Und da kommen eben wir ins Spiel. Ja, wir sind 1,84 groß, gute 68 Kilo schwer. Also eher schon ein Leichtgewicht und eher dribbelstark als ja, ein Kopfballmonster. Aber wir können auch durchaus mal mit dem Kopf abschließen. Das ist kein Problem. Und sind ein Rechtsfuß. Und wollen eben jetzt unsere Chance nutzen, die sich hier gerade offenbart und uns bei Ajax Amsterdam einen Namen verschaffen und später vielleicht eine große Weltkarriere hinlegen. Da das jetzt schon mal geklärt ist, gucken wir uns doch mal hier das Ganze an. Wir haben hier das Vorbereitungsturnier, alles klar, dann haben wir Training. Das ist auch wieder eine interessante Geschichte. Training muss man meistens ja machen, um wirklich in die Startelf zu kommen. Und das sieht hier wieder so aus. Das werden wir uns gleich auch nochmal angucken. Und da hatte ich ja in dem letzten Jahr auch immer ja, eine kleine Besonderheit gehabt. Hier haben wir die Aktivitäten eben. Dort haben wir Entscheidungen, den Shop und Investitionen. Aber das ist noch nicht freigeschaltet. Neuigkeiten, das ist einfach nur der Newsbeitrag. Genau, so sieht es aus. Bei Mein Pro haben wir dann die Spieler entwickelt. Da haben wir da schon Fähigkeitspunkte. Wo sehen wir das? Ja, ist das so wie im letzten Jahr? Sieht ganz danach aus und wir haben keine Skillpunkte. Dann geht es zur Persönlichkeit. Aktuell hatten wir da eben nur eine Entscheidung, deshalb sind wir bei der Disziplin ganz, ganz stark. Mal gucken, in welche Richtung wir uns dort entwickeln werden. Mitteilungen, Posteingang, aber da haben wir gerade noch nichts. Meine Karriere können wir uns hier angucken und die Teamzentrale und da haben wir auch Aktionen. Gibt es irgendwelche neuen Aktionen oder einfach nur ja, Leihanfragen zurücktreten und
wer jetzt Transferfenster und wer nicht gerade in der ersten Saison, auch die Transferanfrage. Im Training werde ich jetzt erstmal alle Persönlichkeitsbereiche abdecken und wir werden das erstmal nicht selbst spielen, sondern nur simulieren. Dann wird es, glaube ich, mit einem D simuliert. Der Grund dafür ist, ja, das kennt vielleicht der eine oder andere noch mit der Spielerkarriere mit Luis Yeboah in FIFA 22. Dort haben wir nämlich später Sponsoring-Verträge bekommen von eben Schuhausrüstern. Die wollten, dass wir ihre Schuhe tragen und je nachdem, wer uns ein Angebot gemacht hat, haben wir unterschiedliche Noten fürs Training bekommen. Heißt, wenn beispielsweise Puma um die Ecke kommt und uns einen Vertrag anbietet, bieten die uns als Vertrag Boni an, dass wir ein Training auf C, eins auf B und eins auf A trainieren dürfen. Das habe ich so gemacht und fand das eigentlich auch eine ganz coole Idee, weil man somit ja erstmal noch eine extra Sache hat mit den Sponsoren und zweitens die Spielerentwicklung nicht ganz so schnell vorangeht. Deshalb werden wir jetzt alles simulieren. Das Training ist trotzdem extrem wichtig, glaube ich nach wie vor, weil der Trainer natürlich uns auch aufstellen soll und das tut er meines Erachtens nur, wenn wir ordentlich trainieren. Jetzt haben wir auch schon die ersten 6 Skillpunkte, die muss man natürlich immer gut verteilen und das wollen wir auch. Abschluss gehen wir auf jeden Fall rein, wir wollen gut schießen können. Volleys, Weitschüsse, Elfmeter, dann machen wir mal die Volleys und da kaufen wir uns das Upgrade. Und dann gehen wir noch ins Tempo rein. Das ist, denke ich, auch immer eine ganz gute Sache. Und gehen da vor allem auf die Beschleunigung. Haben jetzt noch einen Punkt offen. Und können da dann nochmal, würde ich sagen, ins Kurzpassspiel investieren. Wobei, vielleicht Dribbling? Ne, wir machen Kurzpassspiel. Und ich glaube, es ist auch so, dass man in FIFA 23 jetzt nicht mehr irgendwann in der Entwicklung gestoppt ist, sondern theoretisch bis zur 99 sich hochentwickeln kann. Bin mir dabei nicht ganz sicher. In FIFA 22 war es ja so, dass man maximal eine 85 in der Spielerkarriere erreichen konnte. Die Vorteile gibt es auch wieder. Da haben wir einmal Nachsetzen. Der Verteidiger kann sich schneller erholen und zurücklaufen, wenn er den Ball verstärkt. Die Schüsse aus dem... Ja, dann machen wir auf jeden Fall Knipser. Das passt ja ganz gut zu uns. Damit haben wir das auch schon mal abgehakt und haben hier, wie gesagt, überall ein D im Training. Aktuell sind wir scheinbar Auswechselspieler beim Trainer und sind damit, würde ich sagen, bereit, das erste Mal vorzuspulen. Vor dem ersten Testspiel haben wir eine Aktivität. Nein, wir haben Investitionen. Wir haben nicht unser erstes Geld bekommen. 8.713 Euro haben wir auf dem Konto jetzt. Wir können E-Sports-Team gründen. Oder was ist das? Das ist ja heftig. Eine Handy-App entwickeln. Mikrofinanzierung. Und Kleidungsmarke und auch Sportartikel. Das ist ja ganz nett, aber an sich auch absolut nicht wichtig für die Spielerkarriere. Aber da werden wir uns früher oder später, denke ich, ja auch was von holen. Aber erstmal ist das, wie gesagt, absolut nebensächlich für uns, denn wir wollen ja erstmal reinstarten. Und das tun wir jetzt auch gleich. Es geht rein ins erste Testspiel gegen den SC Freiburg. Wir werden eingewechselt. Oh, ist das im Signal Iduna Park? So sieht es aus. Mit dem BVB haben wir ja auch eine Karriere am Start. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, lasst auf jeden Fall auch ein Abo da und guckt da gerne rein. Und lasst hier einen Daumen nach oben da, wenn euch das Projekt hier schon mal gefallen sollte. Ihr seht unsere Ziele. Verbuche eine Vorlage, fange einen Ball in der gegnerischen Hälfte ab. Vielleicht schaffen wir ja sogar 2. Und dann gucken wir mal. Wir werden übrigens nicht als Stürmer eingewechselt, sondern als ZM. Ich hoffe sehr, dass das nicht so endet wie in FIFA 22, dass man ja im Laufe der Karriere gefühlt auf jeder Position gespielt hat, nur nicht auf der, die man eigentlich ausgewählt hat. Und hier sind wir das erste Mal am Ball. Van de Brink, die Nummer 33, spielt jetzt gleich mal hier nach vorne. Wir wollen natürlich vorne mit dabei sein und haben hier gleich mal die Chance, erster Abschluss. Oh, kann er den reinspielen? Oh, das wäre schön. Holen immerhin eine Ecke rein. Wir holen sie natürlich raus und das wird sogar fast gefährlich. Tadic, zweiter Ball. Ja, stehen wir hier wahrscheinlich im Abseits. Tadic, hinten raus. Ich will nicht ZM spielen. Ich sehe schon, warum ich das nicht will. Jetzt kriegen wir den Ball hier wieder. Raus auf Weindal. Pass kommt nicht an. Zweiter Ball. Flanke sonst wohin. Oh, jetzt wird es hinten gefährlich und da geht der SC in Führung. Es ist Grifo, ne? Ich glaube, es ist Grifo. Ja, war, keine Ahnung. War gut gespielt, würde ich behaupten. Neue Position. Linker Innenverteidiger. FIFA 23. Tu mir das nicht an. Tu mir das bitte nicht an. Wir spielen linker Innenverteidiger. Jetzt neue Position. Rechter Stürmer. Was ist mit unserem Trainer los? Junge, der geht ja völlig durch die Decke.
Also das ist ja mal wirklich völlig wild. Ich weiß nicht, was für Taktiken Alfred Schreuder hier gerade rausholt, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr wild und absolut, ja, überfordernd. Wir spielen drei Positionen gleichzeitig, habe ich das Gefühl. Jetzt kommen wir mal wieder an den Ball und können vielleicht hier einen Konter einleiten. So ganz langsam sind wir nicht. Ich habe den Ball nicht gefordert. Ja, und dann ist der Ball natürlich auch direkt wieder weg. Ja, wir kriegen ihn aber wieder. Jetzt vielleicht ein langer Ball für uns. Der kommt gar nicht schlecht. Nochmal rüber. Jetzt vielleicht nochmal auf uns. Oder die Flanke. Das könnte abseits gewesen sein. Es war abseits. Nochmal kriegen wir den Ball. Klaassen. Wieder der Ball bei uns. Kriegen wir den durchgesteckt. Blind. Wieder auf uns. Und da ist die Chance. Und da ist das Tor. Da ist das Tor. Jutta van de Brink. Im ersten Spiel gleich mit dem Treffer. Es ist zwar nur ein Testspiel, aber das ist schon echt geil. Als Spieler aus der zweiten Mannschaft kommt man hier hoch, nutzt die Chance im Training, darf hier heute zumindest als Joker ran im Testspiel und dann treffen wir mit links direkt im ersten Spiel. Vielleicht kommt es ja noch besser. Wir haben nochmal eine Gelegenheit. Klaassen, raus damit. Weindal. Weindal. Ja, schade. Gibt auch nochmal eine Ecke. Wo stehen wir bei Ecken? Blind geht jetzt noch runter. Berghuis kommt rein. Wahrscheinlich stellen wir jetzt nochmal um, oder? Nee. Sieht gut aus. Wir sind vorne mit dabei bei der Ecke und säbeln hier unseren Gegenspieler komplett um Hilfe. Und jetzt kommt der SC nochmal. Che oder wie auch immer man ihn ausspricht. Nochmal. Und da ist Gregoritsch. Ball ist weg. Jetzt vielleicht noch einmal in die andere Richtung. Kommt, Jungs. Jetzt haben wir nochmal die Chance, hier was zu reißen. Wir kriegen den Ball und verteilen ihn nach außen. Ein schlechter Ball. Klaassen gibt uns die Pille wieder. Oh, ich will halt die Vorlage noch mitnehmen. Und jetzt haben wir auch nochmal die Chance. Kriegen hier den Ball und spielen ihn quer rein. Nochmal quer. Oh, richtig knapp. Beinahe jetzt hier noch der Treffer. Kann er vielleicht da nochmal Druck machen? Nee, sieht nicht so aus. Aber es war ein sehr erfolgreiches Debüt. Sehr gute erste Einwechslung, würde ich behaupten. Wir haben zwar nicht alle Ziele des Trainers geschafft, aber auf jeden Fall das Wichtigste, und zwar, ja, die Spielerbewertung. Und wir haben schließlich ein Tor geschossen in unserem ersten Spiel. Jetzt bitte nicht noch verlieren. Danke sehr. Und damit war's das. Wir beenden unser erstes Spiel für Ajax Amsterdam mit 1:1 im Testspiel gegen Freiburg. Und man muss sagen, also Alfred Schreuder kann schon mit uns zufrieden sein. Also das war jetzt nicht so verkehrt. Kriegen wir jetzt hier noch die Anzeige wie in FIFA 22 über unsere Leistungen. Timber hat da noch einiges mit uns zu besprechen. Hier sehen wir es. Ja, verkehrt war es nicht. Wir waren sogar der beste Spieler aus unserem Team und kriegen auch den Man of the Match Award. Nicht so schlecht. Nicht so schlecht. Ein Ziel haben wir geschafft. Sind immer noch Auswechselspieler, was die Trainerbewertung angeht. Aber wir machen uns langsam allmählich. Entwicklung gucken wir rauf. Sehr gut. Persönlichkeit, das hat jetzt auch schon Einflüsse, also unser In-Game-Spielen hat auch Einflüsse auf unsere Persönlichkeit. Das ist auch sehr interessant und da haben wir uns jetzt eher zum, was ist denn das? Was ist denn das, Pinke? Weiß das jemand? Also, Freigeist ist das Grüne. Harte Arbeit, ist das das Pinke oder das Blaue? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ziele, wie gesagt, eins haben wir geschafft. Das ist in Ordnung. Gegen Monaco gibt es leider gar keinen Platz für uns im Kader. Das ist bitter. Wir gewinnen 1-0. Brobbey, einer unserer Konkurrenten, trifft auch noch. Das Training darf natürlich nicht vernachlässigt werden. Gehen wir mal wieder rein. D-Bewertung. Ich weiß nicht, ich mache das alle 4 Tage mal. Ich denke, ja, das ist das Beste. Wie sieht es gegen Braga aus? Dürfen wir da spielen? Ja, wir kommen zumindest von der Bank und liegen 1-0 zurück und werden wieder als ZM eingewechselt. Mal gucken, ob der Trainer gleich wieder umstellt. So, da werden wir eingewechselt. Wieder für Grilic. Das sind unsere Ziele. Erziele mindestens ein Tor außerhalb des... Ja, perfekt. Also das sind wieder bodenlos hohe Ziele. Wir probieren mal das Beste. Erste Ecke. Tadic. Haut das Ding rein. Ja, Klaassen kriegt den zweiten Ball und spielt dann hoffentlich das erste Mal auf uns. Erster Ballkontakt. Nach wie vor sind wir zumindest mal als ZM aufgestellt. Brobbey ist das. Ja, das müsste... Wer ist das, die Elf? Ist das Campos? Oh, Campos? Sieht so aus. Ja, Brobbey, den kriegt er. Gut, damit bleiben wir in der Szene drin. Tadic! Oh mein Gott,
wäre das ein geiles Tor gewesen. Jetzt haben wir unsere Gelegenheit hier mal außerhalb des 16ers. Ist ja seltsamerweise einfach ein Ziel von uns. Also das hat sich auf jeden Fall nicht geändert im Vergleich zu FIFA 22. Die Ziele bei Einwechslungen sind einfach utopisch hoch. Das ist wirklich krass. Und jetzt scheint es so, als würden wir hier gleich noch weiter in Rückstand zu gehen. Nächste große Chance. Und noch wurde nicht umgestellt. Jetzt wird gewechselt. Es kommt Bergwijn für Robbie rein. Und damit haben wir eine neue Position. Wir sind jetzt linker Stürmer. Raus damit. Und dann hoffe ich, dass wir als Stürmer gleich mal einen Abschluss bekommen. Bergwijn, der neue Mann, jetzt hier gleich dabei. Und wir laufen einfach mal und gucken, ob er uns findet. Nochmal hinten rum. Jetzt die Chance, auf uns zu spielen. Und das gibt es noch nicht. Ich frage mich langsam, sind wir Linksfuß oder Rechtsfuß? Zweites Tor mit links. Jutta van de Brink. Ja, also das würde ich mal sagen, so langsam haben wir uns ein bisschen empfohlen. Auf jeden Fall sollten wir eine Option sein. Schöner Ball hier, gut gespielt, auch schlecht verteidigt von Braga. Da stehen wir frei. Und den jungen Mann, der 21-Jährige, den sollte man nicht freistehen lassen, denn der weiß, wo das Tor steht. Und das beweist er auch hier im zweiten Testspiel. Oh, direkte Antwort. Riesenparade von unserem 90-jährigen Torhüter. Also so sieht es zumindest ja immer aus. Ich glaube, der Typ ist 39 oder so. Und ja, einfach in extrem alten Jahren jetzt noch zum Nationalspieler sogar für Holland geworden. Nochmal der Ball für uns. Wir spielen raus auf Tadic. Was kann Tadic draußen machen? Nimmt uns nochmal mit. Ah, schade. Da wäre ja eigentlich der Passweg ein bisschen frei gewesen auf Bergwijn. Wir holen im Kollektiv den Ball zurück. Blind. Wieder auf uns. Ja, wir müssen uns früher vom Ball trennen. Jetzt haben wir nochmal die Chance mit dem Abschluss. Bergwijn. Nochmal blind. Blind raus auf dem Flügel. Ja, sind die spielbestimmte Mannschaft. Bergwijn. Oh, das hätte der Siegtreffer sein können. Die Ecke kommt zu uns. So, Kopfbälle müssen wir noch etwas üben, aber da war der Verteidiger auch noch dran. Und die Gelegenheit, diesmal mit rechts. Wieso sagt er mir in dieser aussichtsreichen Schussposition, ich soll lieber den Pass spielen? Also da hätte jeder geschossen, glaube ich. Nochmal Hereingabe über Timber und Tadic mit dem Kopfball. Kriegen nochmal den Ball. Bergwijn, komm, hau ihn doch rauf, ey. Er macht es so unnötig kompliziert. Und damit läuft die 90. Minute, 2 Minuten Nachspielzeit gibt es jetzt nochmal. Der Ball ganz hinten bei unserem Torhüter, Tadic. Jetzt kommt der Ball nochmal zu uns. Haben wir nochmal eine Anspielstation. Bergwijn vorne davongelaufen. Deshalb geht es nochmal hinten rum. Über Berghuis war das, glaube ich. Jetzt vielleicht nochmal rein. Der Ball zu uns. Der kommt auch und wir probieren es nochmal. Guter Versuch. Das ist aber der Schlusspunkt. Es bleibt beim Unentschieden zwischen Ajax und Braga. Ich glaube, das war auch das letzte Testspiel dann schon für uns. Ja, und wir treffen erneut. Also so ganz unzufrieden sollte der Trainer nicht sein. Ganz zufrieden ist aber auch nicht. Dennoch, wir machen plus 15 bei der Trainerbewertung. Nehme ich sowas von mit. Also ja, würde ich unterschreiben. Langsam aber sicher sind wir, würde ich behaupten, auch eine Option für ja, den Kader im Ligabetrieb. Dort werden wir dann aber erst in der nächsten Folge reinstarten. Jetzt trainieren wir noch ein bisschen. Wir sind im Gesamtrating übrigens schon auf die 71 hochgegangen. Das ist ja auch sehr, sehr wild. Und haben jetzt noch drei Skillpunkte, die wir einsetzen können. Und das wollen wir machen. Ja, ist eine etwas chaotische erste Folge der Spielerkarriere. Aber das gehört irgendwie dazu zu einer Spielerkarriere. Die erste Folge ist meistens etwas chaotisch. Wir gehen mal noch ins Sprint-Tempo rein. Und haben dann wieder einen Punkt noch frei. Können wir beim Dribbling was machen? Beweglichkeit. Das hört sich gut an, würde ich mal behaupten. Das nehmen wir auch noch mit und werden jetzt noch eben, ja, trainieren und dann geht es in der nächsten Folge in der Johann Cruyff Arena gegen Fortuna Sittard rein in den Saisonauftakt. Hoffentlich spielen wir dann auch. Okay, ich konnte jetzt noch gar nicht wieder trainieren. Ich lasse uns jetzt mal noch nicht spoilern, ob wir spielen oder ob wir nicht spielen. Können wir jetzt noch einmal trainieren hier vorm Spiel? Ja, können wir. Dann machen wir das auch noch eben. Und dann war es das von der ersten, nicht sonderlich lang, aber sehr informativen Folge der Spielerkarriere. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt in Sachen der BVB-Karriere, in Sachen der Spielerkarriere. Sprint to Glories kommen natürlich auch noch, also FIFA 23, es geht richtig ab. Ich freue mich auf die Spielerkarriere, das wird wieder eine sehr, sehr coole Geschichte, glaube ich.
mit Luis Yeboah hat das in FIFA 22 schon echt viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass diese Karriere jetzt mit Jutta van de Brink auch ähnlich erfolgreich wird. Ich habe Bock drauf, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, macht es gut und tschüss.